In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gerät die europäische Fotografie völlig außer Rand und Band. Die Gebäude auf den Fotos des Tschechen Funke neigen sich gefährlich zur Seite. Auf diesem Foto von Mohoj Notch, aufgenommen auf dem Bauhaus, gibt es weder horizontale noch vertikale Linien, die der Orientierung dienen könnten. Nichts deutet darauf hin, ob dieses Bild eines Liebespaares, fotografiert von dem deutschen Umbo, so oder so betrachtet werden sollte. Dieser Bruch mit dem fotografischen Anstand, der die ehemalige Horizontlinie ins Schwanken bringt, wird neues Sehen genannt. Eine neue Art zu sehen und zu leben, die Lux Feininger und seine Studenten, die auf dem Dach des Bauhauses Banjo spielen, mit dem neuen sozialistischen Menschen, fotografiert vom Russen Rodchenko, gemeinsam haben. Dieses neue Sehen ist das einer zugleich industriellen wie urbanen Welt. Einer Welt der Geschwindigkeit und der Maschinen, der geraden Linien, der Bahnschienen und der Städte. Mit dem Auftrag, diese Welt in Bildern einzufangen, kommt der neue Fotograf. Das ist der Titel eines Buches, das 1929 veröffentlicht wurde und in dem der deutsche Fotograf Werner Graff der Öffentlichkeit die Geheimnisse der neuen Fotografie offenbart. Hier, so erklärt er, ein Foto im Sinne der alten Schule. Es wurde nach den perspektivischen Regeln der Renaissance-Maler zentriert. Alles in diesem Bild ist gerade. Es entspricht dem, was ein Mann, der geradeaus vor sich hin sieht, sehen würde. Wie in dieser Fotomontage des Autors. Doch dieser Blick, erklärt Werner Graff weiter, entspricht in keinster Weise unserem heutigen Sehen. Denn der wahre moderne Mensch, der Fußgänger in der Großstadt, schaut nie gerade vor sich hin, wie auf dieser zweiten Fotomontage gezeigt wird. Er sieht ständig nach oben oder unten, seine Augen sind immer in Bewegung, sein Blick immer schräg. Daraus folgt, dass die Diagonale die Linie der Moderne schlechthin und des damit verbundenen Schwindelgefühls ist. Auf der nächsten Seite erfährt der Leser, weshalb der Stadtmensch die Augen gen Himmel richtet. Wegen der großen Gebäude, die ihn umgeben. Daraus ergibt sich wie selbstverständlich die erste Lieblingsposition des neuen Fotografen. Das Objektiv wird nach oben gerichtet. Es entsteht die Aufsicht, die sogenannte Froschperspektive. Diese Perspektive bringt die Größe der Konstruktionen noch stärker zum Ausdruck. Die langen vertikalen Linien der Wolkenkratzer, fotografiert von dem Dänen Knut Lonnberg-Holm, oder die Fabrikschornsteine des deutschen Albert Renger-Patsch. Das sind die Lieblingsthemen der neuen Fotografen. Die Natur hingegen interessiert sie kaum. Sie ist in ihren Augen etwas zu chaotisch. Eine erwähnenswerte Ausnahme, diese Pinien, fotografiert vom Russen Rodchenko. Doch das passierte ihm nur einmal. Und er bemerkte ausdrücklich, er habe bei der Aufnahme dieser Bäume vor allem an die Telegrafenmasten gedacht, zu denen sie einst werden würden. 1929. Der Mann mit der Kamera richtet im Film von Sieger Werthoff, einem Freund Rodchenkos, sein Objektiv ebenfalls nach oben. Doch gleich danach erobert er die Höhen. Die Kamera nimmt eine alles überblickende Position ein. Das Objektiv ist nach unten gerichtet. Dies ist die Untersicht, die sogenannte Vogelperspektive. Vogel- und Froschperspektive sind die beiden Lieblingsperspektiven des neuen Fotografen. Paris, Place de l'Étoile 1926. Aufgenommen von der deutschen Fotografin Germaine Krull. Ein spektakuläres und schwindelerregendes Bild. Doch es vermittelt vor allem den Eindruck, man könne die Maßlosigkeit der Stadt, die durch die Position der Fotografin auf eine Spielzeugwelt reduziert wird, beherrschen.
Von oben und von weitem gesehen scheint alles einfacher. Die individuellen Unterschiede gehen zugunsten der Gesamtansicht, der kollektiven Ordnung unter. Selbst die Boote am Hafen von Marseille lassen sich auf dem Bild von Mohoi Notch auf diese Weise bändigen. Die Komplexität der Wirklichkeit verschwindet hinter der Abstraktion. Die Stadt bei Nacht, fotografiert vom deutschen Umbo, wirkt aus der Froschperspektive imposant und ist hier nichts weiter als ein Zusammenspiel aus Formen und Licht. Der Russe Rodchenko entdeckt dank der Vogelperspektive den Zauber der verkürzten Perspektive der Renaissance-Maler neu. Er vereint verschiedene Bilder, das des Hochhauses und das der Straße, in ein und demselben Foto mit dem Titel Préparation d'une manifestation du 1er mai. Menschen versammeln sich zu einer Demonstration. Für ihn ist dies kein Verweis an die Malerei, sondern der Beweis, dass es einen ganz neuen fotografischen Blick gibt, der es ermöglicht, auf ein und demselben Bild den Kopf und die Füße dieser telefonierenden Frau zu erfassen. Eine Besonderheit, die das menschliche Auge, das sich in derselben Position befindet, nicht sieht, da es instinktiv das Gefühl der Tiefe nachbildet. Diese überraschenden Blickwinkel haben für Rodchenko den Stellenwert eines Manifests. Sortie de secours, Feuerleiter, 1925. Alle Gemälde, schreibt er, werden auf Höhe des Bauchnabels oder auf Augenhöhe gemalt. Der Schleier des Bauchnabelsehens vor unseren Augen muss gelüftet werden. Wir müssen von oben nach unten, von unten nach oben, aus allen Perspektiven, außer der des Bauchnabels, fotografieren. Trompetender Pionier 1930. Es geht noch weiter, noch höher. Die Extremposition, die perfekte Vertikale, inspiriert von der Luftbildfotografie, die sich während des Ersten Weltkrieges entwickelt hatte. Aus dieser Perspektive wirkt das banalste Bild geheimnisvoll. Nur dank der wahrscheinlich unbeabsichtigt ins Bild ragenden Schuhspitze des Fotografen Lux Feininger verstehen wir, dass wir ganz einfach eine Treppe hinuntersehen. Die vertikale Aufsicht dreht alle Orientierungspunkte um. Auf diesem Bild des deutschen Fotografen Umbo, das zu einer Serie mit dem Titel La Rue Inquiétante, unheimliche Straße, zählt, sind die Passanten auf Punkte reduziert, während ihre Schatten ein Eigenleben zu entwickeln scheinen. Sie leben in ihrer eigenen Welt, der Welt der Straße, die sich wie eine Wand oder ein abstraktes Bild vor unseren Augen erhebt. Die wissenschaftliche Fotografie eröffnet noch weitere amüsante und unbekannte Perspektiven für das menschliche Auge. Ein Kartenspiel, wie wir es noch nie gesehen haben. Um diesen Winkel von 180 Grad zu erhalten, benutzte Umbo das Fisheye-Objektiv einer für meteorologische Beobachtungszwecke gebauten Horizontalkamera, das er danach auf geläufigere Sujets richtete, wie in diesem anderen Bild auf den Potsdamer Platz. Eine technische Glanzleistung. Unser Wahrnehmungsfeld wird dank der optischen Eigenschaften des Objektivs erweitert. Dies geschieht fast unabhängig vom Blick des Fotografen, dessen Abbild man ganz unten im Bild entdeckt. Wissenschaft und Technik. Das neue Sehen zelebriert das Zeitalter der Maschinen, der Roboter und der Mechanik, die Modernität in Aktion, gefilmt von Walter Ruttmann in Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Die Maschine ist nicht nur fotogen, sie ist ein Modell, das imitiert werden sollte. Umbo arbeitet an diesem Film mit und entwirft diese bekannte Fotomontage, die als Plakat dienen soll. Der moderne Mann, bewaffnet mit all seinen Prothesen. Einen Fotoapparat anstelle des Auges. Auch das ist neu. Seit seiner Erfindung wird vom Fotoapparat erwartet, dem menschlichen Auge gleichzukommen. Nun wird vom Auge verlangt, vom Fotoapparat zu lernen. Doch über diese scherzhafte Ebene hinaus hat das neue Sehen theoretische Grundlagen,
die ebenso streng sind wie die millimetergenauen Linien des Papiers auf diesem Selbstporträt mit Doppelbelichtung des russischen Konstruktivisten L. Lissitzky. Der Künstler als Ingenieur, den Zirkel im Auge. Für die Konstruktivisten ist das künstlerische Handeln unweigerlich mit dem revolutionären Handeln verbunden. 1925. L. Lissitzky illustriert und veröffentlicht Gedichte von Majakowski, die zur Revolution aufrufen mit dem Titel Für die Stimme. Es handelt sich um ein Konzentrat der konstruktivistischen Ästhetik. Piktogramme, die mechanisch hergestellt werden. Flache Bilder ohne Nuancen. Der Wille, unbedingt expressiv zu sein und der traditionellen realistischen Darstellung zu entkommen. Und am wichtigsten der Einsatz der geraden Linie, der funktionalen Linie schlechthin, deren Diagonalen nicht mit dem Seitenformat übereinstimmen und so die revolutionäre Dynamik des Inhaltes transportieren. Um die konstruktivistischen Prinzipien auf die Fotografie anzuwenden, genügt es demnach, in dieser weitläufigen Welt gerade Linien zu finden, die diagonal sind. Das gelingt Rodchenko in einem seiner berühmtesten Fotos, Treppe von 1930. Den diagonalen Linien einer Treppe widersetzt sich die Diagonale einer Frau mit einem Kind. Durch die Verkantung des Fotoapparates entsteht Spannung. Eine ganz normale Passantin wird zu einer mutigen Heldin aus dem Film Panzerkreuzer Potjomkin. Als großer Fotograf kann Rodchenko dasselbe Prinzip auf ein Sujet anwenden, das nichts Heldenhaftes an sich hat. Ein junges Mädchen, das träumend auf einer Bank sitzt. Die Diagonalen, die durch die Verkantung des Fotoapparates entstehen, bringen das Bild aus dem Gleichgewicht. Nur das Schattengerüst einer durchbrochenen Wand scheint die aus dem Foto herausblickende junge Frau im Bild zu halten. Es trägt den Titel Mädchen mit Leica, nach der Marke der fast nicht wahrnehmbaren Fotokamera, die sie in der Hand hält. Die Leica-Kamera, die 1925 auftaucht, ist klein, stabil und leicht zu bedienen. Sie wird zu Rodchenkos Lieblingskamera, denn sie eignet sich ideal für die gymnastischen Bewegungen, die diese neuen Blickwinkel erfordern. Mit der Leica-Kamera kann er irreführende Bilder aufnehmen, die, obwohl sie improvisiert zu sein scheinen, durch und durch konstruiert sind. Chauffeur. Eine Spiegelung im chromblitzenden Scheinwerfer eines Autos, dem Fischei-Objektiv für Arme, verwandelt sich durch die Pfeife des Chauffeurs im Vordergrund in ein unlösbares räumliches Rätsel. Mit diesen Fotos, die in der Zeitschrift Novy Lev, Neue Linke, erscheinen, möchte Rodchenko dem sozialistischen Menschen eine neue Sprache, die Sprache der visuellen Revolution, beibringen, die für ihn ganz selbstverständlich mit der Revolution einhergeht. Eine spielerische, kaum provokative Pädagogik. Manche Titelseiten sind wie Rätselspiele aufgemacht. Will der Leser zum Beispiel dieses Bild verstehen, muss er es erst um 90 Grad drehen. Balkone aus der Froschperspektive, aufgenommen von Rodchenko. Balkone aus der Froschperspektive, aufgenommen von Mohoi Notch. Die Ähnlichkeit der Bilder bezeugt den Austausch zwischen Russen und Deutschen sowie deren Gemeinsamkeiten. Die Balkone, die Mohoi Notch mehrmals fotografiert, sind die des Studentengebäudes des Bauhauskomplexes in Dessau. Auch Mohoi Notchs Frau Luzi fotografiert sie. Das Bauhaus ist das Zentrum der deutschen Avantgarde. Eine Schule für angewandte Kunst, an der Architektur und Design den Ton angeben. Neben Gropius, Kandinsky, Bayer spielt auch Mohoi Notch dort eine tragende Rolle. Wie bereits Rodchenko kam auch Mohoi Notch über die Malerei zur Fotografie. Unter seinem Namen wurde 1925 im Bauhaus das Buch Malerei, Fotografie, Film veröffentlicht. Eine Kurzfassung seiner theoretischen Prinzipien, die sich dem russischen Konstruktivismus anschließen. Bis auf einen kleinen Unterschied. Mohoi Notch drückt sich vollkommen unpolitisch aus. Er sagt nicht revolutionäre Dynamik, sondern Dynamik der Großstadt. Das ist der Titel eines Drehbuches, das nie verfilmt, jedoch im Buch sorgfältig illustriert und veröffentlicht wurde. Die Worte, die am häufigsten auftauchen, sind Tempo, Rhythmus,
die Spannung der geraden Linien, die Linien des Funktionalismus und der Modernität, der Straßenverläufe und der Maschinenarbeit. Muhoi Nochs Dynamik angewandt auf die Fotografie. Ausschlaggebend ist hier vor allem die Komposition, die eine Spannung aufbauen soll zwischen dem Rechteck des Bilderrahmens und den Diagonalen, die es strukturieren. Schienen, Schatten und Bewegungen der Personen. Die Allee ist wie ausgestorben. Die Fahrbahn ohne Relief bildet einen neutralen Hintergrund, auf dem die Linien umso stärker hervortreten. Dynamik bedeutet auch Streben nach Ungleichgewicht. Im Rahmen einer klassischen Herangehensweise hätte der Fotograf Hausmann warten müssen, bis sein Sujet, die Straßenbahn, in der Mitte des Bildes angelangt wäre. Anstattdessen dezentriert er sie bewusst. Vor der Straßenbahn, die gerade erst in das Blickfeld hineinfährt, ist ein großer leerer Raum, in dem sich die nachfolgende Bewegung abzeichnet. Der leere Raum wird zu einem kompositorischen Element. In diesem anderen Foto aus der Serie Unheimliche Straße von Umbo, der ebenfalls das Bauhaus besuchte, nimmt der leere Raum die Hälfte des Bildes ein. Während er sich in diesem anderen Foto über die Mitte erstreckt und die Menschen und ihre Schatten in die Ecke drängt, die Passanten und den Straßenfeger, jeden in seine Welt, voneinander getrennt durch die Straße und die Diagonale des Bürgersteigs. Der radikale Zugriff, eine weitere Möglichkeit, die ehemaligen Orientierungspunkte umzustoßen. Ein Akt von Raoul Hausmann, 1927. Der Körper ist am Rande der Einstellung abgeschnitten, als hätte er zu viel Energie für ein einfaches Rechteck. Die Schnitte lassen die Pose unrealistisch erscheinen und bringen das beinahe abstrakte Zusammenspiel der Formen zur Geltung. Arm und Schenkel bilden eine neue Variante der konstruktivistischen Diagonale. Das Fehlen der Orientierungspunkte zerstört letztendlich den Begriff Sujet. In diesem Foto von Umbo mit dem Titel Willi und Tanja sieht man von Willi nur ein Auge. Es scheint, als würde es ins Bild hineingezwängt. Der Betrachter hat keinen Anhaltspunkt, der es ihm ermöglichen würde, den Sinn dieser verwirrenden Nebeneinanderstellung des offenen und des geschlossenen Auges zu verstehen. Jeder kann nach Belieben interpretieren. Das Bild erzählt nicht mehr, es sagt nichts mehr aus. Die Fragmentierung sprengt den Zusammenhang zwischen dem Individuum und der Welt. Die einzige Wirklichkeit, die bleibt, ist die Wirklichkeit des Blattes und des Fotografen, der die Stücke wieder zusammenfügen kann. Raoul Hausmann, Fotomontage, 1925. Hans Richter, Rhythmus, 1925. Manche Fotografen lassen sich zur reinen Abstraktion verleiten. Um einen Widerspruch zwischen der Strenge des Konstruktivismus und dem zufälligen Wesen der Wirklichkeit zu vermeiden, genügt es, die Wirklichkeit außen vorzulassen, mehrere viereckige Formen aus einem steifen Material auszuschneiden, sie so zu beleuchten, dass eine Architektur aus Formen und Licht entsteht und sie vor dem Fotoapparat anzuordnen. Das macht der tschechische Fotograf Jaromír Funke in seinen abstrakten Kompositionen. Eine weitere Abstraktion von einem anderen tschechischen Fotografen, Jaroslav Rösler. Doch hierbei handelt es sich nicht um ausgeschnittene Papierformen. Das Lichtdreieck entsteht durch ein viereckiges Oberlichtfenster im Flur eines Hauses, das von der diagonalen Linie der Wand im Vordergrund abgeschnitten wird, die der Fotograf sorgfältig in den rechten Bildrand eingebaut hat. Auch diese beeindruckende Spirale, fotografiert von Germaine Krull, ist nichts anderes als eine ganz normale Wendeltreppe, die sich durch das Zusammenspiel der Kontraste verändert. Mit dieser Kraft des Lichtes experimentierte Muhoi Nochs ab dem Beginn der 20er Jahre in seinen Fotogrammen, die wie Man Rays Rheogramme Negativabdrücke von Objekten sind, die direkt auf das Fotopapier gelegt werden. Es handelt sich um Fotografie in ihrer ursprünglichsten Form. Eine reine, mit Licht gezeichnete Schrift, befreit von jeglicher deskriptiven Funktion, so Muhoi Nochs. Raoul Hausmann kreiert seine eigene Version des Phänomens.
indem er das Sonnenlicht fotografiert, das durch den durchbrochenen Sitz eines Stuhls fällt. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckt man unter dem Stuhl ein Rechteck. Hier ist ein Trick im Spiel. Das Muster, das auf den Boden projiziert wird, ist um einiges schwächer. Hausmann verstärkt es, indem er ein steifes Blatt aus reflektierendem Material unter den Stuhl legt. Ein weiterer, noch banalerer Effekt. Ein Fenster 1928 von Florence Henry, einer ehemaligen Bauhausschülerin. Ein minimalistisches Zusammenspiel aus Form und Licht. Die formelle Nüchternheit als Mittel, sich vor dem Spektakel der modernen Großstadt, vor ihrem Chaos und ihren Wirren zu schützen. Das Kino kann mit seinen Bewegungs- und Schnitteffekten diese Flut an zufälligen Bildern und Eindrücken, diesen schnellen und sprunghaften Blick, auf ganz natürliche Weise wiedergeben. Für die Fotografie ist das schwieriger. Doch das neue Sehen, das gleichermaßen von der Stadt und vom Kino fasziniert ist, wird versuchen, es dem Kino gleichzutun. 1931 realisiert der litauische Fotograf Moy Ver, ebenfalls ein Bauhausschüler, in seinem Buch mit dem Titel Paris ein fotografisches Kaleidoskop, das die Illusion eines sich ständig bewegenden Bildes vermittelt. Die Verfahren, die er anwendet, die Doppelbelichtung mehrerer Negative oder die mehrfache Belichtung, verschmelzen mit den rastlosen Bildern, die die Stadt hervorbringt, den Spiegelungen der Schaufenster und des Asphalts, dem Ineinandergreifen der Silhouetten und Linien. Die Fotomontage bietet eine weitere Möglichkeit, mit dem Kino zu rivalisieren. Metropolis 1923. Eine Collage aus ca. 200 Postkartenstückchen und Fragmenten gefundener Bilder. Erstellt vom Holländer Paul Citroen für eine Ausstellung des Bauhauses. Mohoy Notch bezeichnet dies als experimentelle Methode der simultanen Darstellung. Das verwirrte Auge des Fußgängers ist dem distanzierten Blick des Ästheten gewichen, der das Chaos der modernen Stadt in einen großen, sorgfältig zusammengesetzten Wandteppich verwandelt. Das Werk stößt zu seiner Zeit auf große Resonanz. Doch es ist pure Träumerei. Das beweist der erfinderische Umbo mit seiner Idee, das Negativ von Metropolis und das Profil seines Freundes Paul Citroen zusammenzuführen. Durch die Kombination aus Fotomontage und Doppelbelichtung schafft er dieses beeindruckende Porträt eines visionären Künstlers, der die gesamte Stadt der Zukunft im Kopf trägt. Denn der Begriff Neues Sehen impliziert das Wort Vision, ein in der Vorstellung entworfenes Bild einer vielversprechenden Zukunft. Dieser Glaube in die Moderne und in den Fortschritt ist charakteristisch für die experimentelle Fotografie der 20er Jahre. Man erkennt ihn ebenso im Blick des Kommunisten L. Lissitzky, auf diesem Selbstporträt von 1924, wie im Blick dieser jungen Frau voller Dynamik und Selbstvertrauen, aufgenommen von Mohoy Notch im Jahr 1927. Oder in diesem optimistischen Porträt von Lilly Brick, fotografiert von Rodchenko für ein Werbeplakat, das sowjetische Buch anpreist. Doch dieser Optimismus wird der wirtschaftlichen und politischen Krise Ende der 20er Jahre nicht standhalten. Die Zeiten des neuen Sehens sind vorüber. In Deutschland spricht man nun von der neuen Sachlichkeit, der frontalen Neutralität, verkörpert durch Fotografen wie August Sander. Die Form dient nicht mehr dem visuellen Experiment, sondern der Wirklichkeit in all ihren Schichten. Zur gleichen Zeit werden Rodchenkos neue Blickwinkel in der Sowjetunion öffentlich als Plagiat der deutschen Fotografie, der bürgerlichen Ästhetisierung der Wirklichkeit ohne gesellschaftlichen Nutzen, verurteilt. Er fotografiert dennoch weiter. Aber was hätte der Rodchenko der 20er Jahre zu diesem Foto eines dressierten Seehundes gesagt, das er in den 40er Jahren aufgenommen hat? Vielleicht benötigt das Land des Sozialismus, schreibt er damals,
Weder Zauberteppiche noch Feuerwerke noch Kaleidoskope. Noch eine Avantgarde, möchte man hinzufügen. Doch das schreibt Rodchenko nicht. Dieses Wort ist von nun an verboten.